Das Motto unseres Parteitags lautet: Wir arbeiten für Deutschlands Zukunft. Das macht deutlich, worum es uns geht. Es geht uns um unser Land. Es geht uns darum, dass es den Menschen morgen auch noch gut geht, heute gut geht, und dafür arbeiten wir. Und wenn man uns fragt, was unterscheidet euch eigentlich von anderen Parteien, dann ist es genau das. Für Christdemokraten gilt: Erst das Land, dann die Partei. Denn täuschen wir uns nicht, mit Bodo Ramelow zieht ein roter Karl Marx aus Plastik in die Staatskanzlei ein. Den hat er im Gepäck, das hat er an vielen Stellen in der Presse verkündet. Und im Namen der Ideen von Karl Marx sind Millionen Menschen ihrer Freiheit beraubt und ermordet worden. Der gehört in keine Staatskanzlei, der gehört bestenfalls ins Museum. Lieber Sigmar Gabriel, Sie haben sich offensichtlich ins Seiltanzen verliebt. Aber als Seiltänzer werden Sie scheitern. In Thüringen die SPD zur Splitterpartei zu machen und den Linken den roten Teppich ausrollen und dann in Berlin behaupten, mit Wagenknecht und Gysi werde man nie regieren, wer soll das noch glauben? Manche behaupten dann neben der Wirtschaftspolitik, die Union sei beliebig. Ich kann das nicht erkennen. Ich glaube, es gibt wesentliche Dinge, die uns als Christdemokraten ausmachen, die haben sich seit 70 Jahren nicht geändert. Seit 70 Jahren finden immer wieder Menschen den Weg zu uns, die das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft befürworten. Handwerker, Familienunternehmer und eben jetzt auch Start-ups. Seit 45 finden Menschen wegen des Cs den Weg zu uns, weil sie sich kirchlich engagieren. Oder auch, weil sie glauben, dass die Werte, die in dem C stecken, fest zu unserer Gesellschaft gehören und ihren Platz behaupten müssen. Und deswegen engagieren sie sich bei uns. Und neu kommen Menschen hinzu, die das C als eine Einladung verstehen, weil sie wissen, dass die CDU Religionsfreiheit und eine religiöse Orientierung wertschätzt. Und deswegen finden auch immer mehr Muslime den Weg in unsere Partei. Und unsere Stärke, und das, glaube ich, ist der entscheidende Unterschied auch wieder zu anderen Parteien, war es immer, dass wir auf diesen drei Überzeugungen, der sozialen Marktwirtschaft, dem C und der Liebe zu unserem Land, überzeugende Antworten gegeben haben, die den Menschen Vertrauen gegeben haben, die sie dazu gebracht haben zu sagen, der CDU vertraue ich das Schicksal dieses Landes an. Und natürlich sehen diese Antworten anders aus 1949, 1982. 1990. Und sie werden 2017 wieder anders aussehen müssen, wenn wir als CDU erfolgreich die Zukunft unseres Landes gestalten wollen und wenn wir das Vertrauen der Menschen erbitten. Ich höre dann auch oft die Frage, wenn wir so erfolgreich regieren, warum sollen wir uns dann eigentlich ändern? Warum macht die CDU eine Parteireform unter dem Motto Meine CDU 2017? Ich habe es auf dem Europaparteitag in Berlin gesagt. Ich glaube, die CDU muss offener werden für Frauen, für junge Leute und auch für Zuwanderer. Und gemeinsam mit vielen Freunden in der CDU habe ich in über 90 Veranstaltungen von Kiel bis Sigmaringen, von Aachen bis Frankfurt an der Oder, von Eitorf bis Froschhausen diskutiert über genau diese Frage. Und gar nicht so selten wurde ich auch gefragt, warum machen wir das denn? Schätzen wir nicht die, die wir in unseren Reihen haben? Es ist für mich klar. Ohne die 470.000 Männer und Frauen in der CDU können wir auf Dauer nicht erfolgreich sein. Deswegen fragen wir Sie, wie Sie sich die CDU morgen vorstellen. Denn Sie haben den Laden, um das so salopp zu sagen, am Laufen gehalten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wir brauchen Sie weiter. Aber wenn es uns nicht mehr gelingt, Männer und Frauen dafür zu begeistern, in den kommunalen Parlamenten, vom Ortsbeirat bis zum Kreistag, Verantwortung zu übernehmen in unserer Partei, dann hat nicht nur die CDU ein Problem, dann hat diese Republik ein Problem. Und deswegen müssen wir allen, die sich ehrenamtlich politisch engagieren, einmal ein herzliches Dankeschön sagen. Sie sind das Rückgrat dieser Partei und das Rückgrat dieser Republik. Und um diese Frage geht es also. Wie begeistern wir Menschen für unsere CDU? Ich glaube, wir müssen selbst rausgehen und unsere Geschichte erzählen. Mit Selbstbewusstsein, mit Freude, mit Haltung. Und ich habe in diesem Jahr so viele tolle Menschen neu kennengelernt, die sich mit so einem Herzblut für unsere CDU einsetzen, dass ich sagen darf, ich bin sehr stolz darauf, unserer Partei als Generalsekretär dienen zu dürfen.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, in Deutschland leben 15 Millionen Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte. Und denjenigen, denen es nicht egal ist, wie Deutschland morgen aussieht, denen sagen wir sehr deutlich, sie sind herzlich willkommen, in unserer CDU mitzuarbeiten.